Herzlich willkommen zu Frau Meier TV. Hier geht es ja darum, dich und deinen Stil zu lieben. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und ich freue mich sehr, 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 dass ich heute eine wunderbare und ganz besondere Frau zu Gast habe, nämlich Christine Woltmann. Und wir unterhalten uns heute über drei Qualitäten, die bei dir zu mehr Weiblichkeit führen können. Kleidung, Haare, Make-up ist eins. Und heute richten wir den Blick sozusagen ein bisschen nach innen. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Liebe Christine, herzlich willkommen. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Du hast es schon wunderbar gesagt, wir richten heute den Blick nach innen. Und ja, ich bin schon ganz gespannt und ich hoffe, ihr natürlich auch alle, die jetzt zuschauen. Heute geht es mal nicht um Kleidung und nicht Stil in dem Sinne, sondern wir gucken mal nach innen, was wir da für unsere Weiblichkeit tun können. Ja. Genau. Und für mich ist es ja, du kennst ja mein Leitmotto, Schönheit und Stil beginnt im Herzen und geht erst dann vom Kopf bis zu den Füßen. Deswegen ist es für mich tatsächlich eben auch die innere Haltung. Wie gehen wir mit uns selbst um? Wie gehen wir mit Leben um? Ist maßgeblich für mich schon auch für das, was wir im Außen sichtbar machen. Weil die zweite Haut ist eins. Ja. Ja, aber unser Blick in die Welt, unser Blick auf uns selbst, ja, das ist für mich das Fundament. Und wir dürfen schauen, dass wir beides eben auf Level kriegen, weil sonst hinkt immer irgendwas hinterher und führt schlussendlich zu einer Inkongruenz und zu einer Unstimmigkeit, meiner Meinung nach. Ja, das sehe ich auch so. Und es ist halt immer so, ne, dass oft manchmal auch nur der Wert auf das Äußere gelegt wird. Das, ich meine, wir kennen es alle durch die Social Media, durch Fernsehen, was auch immer, da hat man immer das Gefühl, es geht irgendwie dann nur ums Äußerliche und das ist ja auch das, was vielen, glaube ich, einfach mittlerweile auch auf den Geist geht. Und dann kommen halt eben diese Sachen wieder, dass wir nach innen gucken wollen, dass wir gucken wollen, Mensch, wie kann ich denn auch von innen heraus schön sein jetzt, wenn es jetzt nicht nur um Haut und Haare und Make-up und Kleidung geht, sondern da gibt es auch einfach noch so, so viel mehr und das erlebe ich auch immer in meiner Arbeit als Coach, gerade ja eben für Frauen auch, was sich dann tut, wenn wir diese Dinge im Inneren entwickeln und das, ja, da gibt es einfach viele schöne Dinge, die wir tun können und darum soll es ja heute auch gehen. Genau, wir rutschen schon so richtig rein ins Thema, bevor wir aber tatsächlich in Medias Res gehen, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ich darf dir an der Stelle verraten, du wirst auch immer wieder mal bei Stilsicher in 8 Wochen oder Stilsicher Leben in meinen Online-Kursen ins Spiel gebracht und da werden Links von dir geteilt zu Blogartikeln oder Podcasts, also ein Teil meiner Fangemeinde kennt dich schon, aber die dich noch nicht kennen, liebe Christine, wer bist du, was tust du, wofür lebst du? Sehr gerne, da sage ich gern was und mich freut natürlich auch, dass ich schon ein Teil sozusagen in deinem Umfeld bin und von daher, ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Christine Woltmann, bin 33 Jahre alt und ich bin als Female Empowerment Coach und Business Mentorin unterwegs. Jetzt auch schon seit einer geraumen Zeit, das durfte sich auch alles so bei mir entwickeln. Und mir liegt eben ganz, ganz besonders das Thema Weiblichkeit beziehungsweise sein Leben auf weibliche Art zu gestalten am Herzen. Weil ich einfach für mich festgestellt habe, das kommt so aus meiner eigenen Geschichte, dass ich immer sehr männlich unterwegs war, sehr hart mit mir, sehr, sehr tough, sehr straight, immer so auf Klarheit und Machen und Tun bedacht. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, Mensch, das bin gar nicht. Ich hatte so das Gefühl für so ein zweites Leben irgendwie neben mir. Und dann habe ich erfahren dürfen, was halt das Thema Weiblichkeit auch mit mir macht, da reinzukommen und eben auch viel ins Innere zu schauen und da eben auch die weiblichen Qualitäten nach und nach zu entdecken und zu entfalten. Und das ist das, was ich mit meiner Arbeit mache im Wesentlichen, sowohl im privaten Bereich für viele Frauen, aber eben auch im Businessbereich. Also da spielt das genauso mit rein. Wir sind auch Unternehmerinnen, du kennst das, wenn man da sehr im Machen und Tun und Hustle ist, dann verliert man sich oft auch selbst und ja, ich führe die Frauen, mit denen ich arbeite, eben wieder zu sich selbst und ihrer Weiblichkeit zurück. Schön. Toll. Also ja, das finde ich einfach großartig, da drückst du natürlich alle Knöpfe im positiven Sinne, weil ich einfach
finde, dass wir davon definitiv noch mehr brauchen können für die Weiblichkeit im dritten Jahrtausend sozusagen. Und ja, schön, dass du da unterwegs bist und vielen Frauen ja auch auf unterschiedlichen Wegen, du hast ja auch Online-Kurse, Podcast und so weiter. Wir verlinken nachher entsprechend natürlich auch noch dein Profil, damit die Damen, die dir folgen können, die deinen Podcast hören möchten, das auch ganz einfach tun können. Konkret wollen wir ja heute über drei Qualitäten sprechen, die zu mehr Weiblichkeit führen können. Ja, genau. Welche sind es aus deiner Sicht? Und erzähl doch erstmal, bevor wir uns dann darüber auch austauschen. Gerne. Also im Grunde, was ich unter Weiblichkeit verstehe, beziehungsweise auch was ich für mich auch so als Begriff gefunden habe, ist das Thema Yin. Also Yin, wir kennen das alle irgendwie von Yin und Yang. Das eine ist das weibliche Prinzip, das andere das männliche Prinzip. Und Yin fasst es halt einfach sehr, sehr schön zusammen. Das sind eigentlich alle weiblichen Qualitäten, die wir haben und die uns eben ausmachen, die es aber nicht nur bei uns Frauen gibt, sondern eben auch bei Männern natürlich. Also ist ganz klar. Aber im Grunde, die wir Frauen natürlich auch von der Natur aus eigentlich haben. Aber wir kennen das alle oft so auf dem Weg, sehr männlich geprägten Umfeld, teilweise sehr männlich geprägter Welt immer noch, auch wieder verloren oder vergessen haben. Und heute geht es im Grunde um drei von diesen Qualitäten. Und es ist aber nicht so, dass das alles ist und der Schluss der Weisheit ist, sondern im Grunde es sind drei Bausteine, wo jede, die jetzt hier auf uns zuschaut, mal gucken kann, Mensch, wie weit ist denn das ausgeprägt in meinem Leben? Habe ich das schon für mich wieder entdeckt? Oder ist das vielleicht genau der Baustein, der mir fehlt, damit ich eben auch wirklich ein erfülltes, glückliches Leben als Frau führen kann, weil ich eben diese Qualitäten mehr ausbaue in meinem Leben. Und da, wo wir jetzt genauer hinschauen, das ist zum einen die Selbstannahme, also auch Selbstliebe im weitesten Sinne, weil das für uns Frauen nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Ne? Wenn man das Thema Körper sich anschaut, ist das für uns Frauen nochmal ein größeres Thema, glaube ich auch. Es ist das Thema weibliche Intuition, was wir uns nochmal anschauen und was ich sehr schön finde, auch passend zu deiner Arbeit, ist so dieser Sinn für die Details und auch das Kleine. Und das erstaunt viele dann immer so, dass sie denken, was ist das denn? Und das fand ich aber äußerst passend heute auch gerade für dein Thema in Verbindung mit uns. Genau. Wenn wir von hinten anfangen, wenn du sagst, so diesen Sinn fürs Kleine, meinst du damit, dass wir vielleicht zu oft nach dem großen, Glück suchen, in dem Sinne, dass wir quasi sagen, ich bin in dem Moment glücklich, wo ich alles habe. Den perfekten Körper, den perfekten Partner, also im Prinzip die Riesenkirmes mit Zuckerwatte, Kettenkarussell, Geisterbahn, Autoscooter, ja, wenn ich das alles quasi schön vor meiner Haustüre angesammelt habe, dann entscheide ich mich, glücklich zu sein. Ist es das? Genau das ist es im Grunde. Und das ist ja auch das, was wir immer von außen oder in der Außenwelt vorgelebt bekommen. Ne? Du musst so sein, du musst so sein, du musst das machen, du musst die Hobbys haben, du musst den Job haben, du musst dich selbst verwirklichen, du musst alles haben und dann bist du erst glücklich. Und da ist ja schon dieses Wenn, dann so schön sichtbar. Ne? Wenn ich alles habe, dann bin ich glücklich. Sprich eigentlich, wenn ich irgendeinen Teil davon nicht habe, bin ich nicht glücklich. Und wir Frauen sind eigentlich von Natur aus aufs Kleine bedacht. Also Männer sind eher so, dass sie wirklich mehr so diese großen Details anschauen, das Blick fürs große Ganze haben. Und das weibliche Prinzip ist eher, wir gucken auf Details. Wir haben aber auch unglaublich guten Sinn für Details. Das ist eigentlich unsere Natur. Und das ist das auch, was wir uns eben auch wieder für unser persönliches Glück, für unsere Erfüllung zunutze machen können und sollten, wieder den Blick auf das Kleine zu richten im Grunde. Und weil es sind eben die kleinen Dinge, die das Leben halt auch schön machen, so sei es im Alltag, sei es aber auch natürlich auch in puncto Kleidung, also auch da kann es ja sein, ne, dass ein kleines Detail da drin einfach nochmal einen riesen Unterschied auch ausmacht, aber auch grundsätzlich im Leben, sei es im Beruflichen, sei es ja im Privaten, in Beziehungen, dass wir da wieder auch mehr auf diese Kleinigkeiten schauen und zwar jetzt gar nicht so sehr dieses, ja, im Kleinen, ich muss da irgendwie alles optimieren, sondern wirklich auch mal sagen, Mensch, mit welchen kleinen Sachen bin ich denn auch einfach glücklich, ja? Oder mit welchen
Feinheiten, auf welche Feinheiten kann ich denn achten? Wo kann ich denn vielleicht kleine Details mal drehen und schon hat sich ein ganz neues Bild ergeben? Mhm. Das ist uns Frauen eigentlich intus, aber das verlernen wir halt oft, weil wir immer so, ja, wir werden halt auch erzogen, in diesem großen Kontext zu denken und ne, immer alles groß, groß, groß zu machen, aber dann übersehen wir eben die Kleinheiten. Mhm. Ja. Also sprich, meinst du, dass im Prinzip so eine Art Konditionierung erfolgt, dass wir als Frauen, obwohl wir eigentlich eben so sind, dass wir eher aufs Kleine schauen, dass wir aber konditioniert werden in die Richtung, eher so zu sein, das große Ganze im Blick haben, habe ich das richtig verstanden? Ja, absolut, genau. Ja. Weil es, natürlich ist ja was dran, ne? Auch an diesem ganzen Denke groß und ne, Träume groß gemacht, dies und das. Aber das Problem ist, dass wir ja dabei oft auch die kleinen Erfolge, die kleinen Details vergessen, die kleinen Gespräche, die uns irgendwo weiterbringen oder eben wirklich kleine Dinge in der Partnerschaft und so. Und wenn wir immer nur dieses Große, was du beschrieben hast, die riesen Kirmes vor Augen haben, dann denken wir nie irgendwie. Und dann fehlt uns immer irgendetwas. Und ich habe es auch oft so in meiner Arbeit schon erlebt, wenn ich Frauen auch sage, Mensch, guck doch mal wieder auf das Kleine. Ne? Schreib dir mal jeden Abend 5 Dinge auf, für die du dankbar bist oder die heute an dem Tag toll waren. Mhm. Am Anfang kommt dann oft, boah, mir fällt da gar nichts ein. Und wenn man sich aber wieder auf diesen Blick konzentriert, dann kommen diese kleinen Sachen. Und da erlebe ich es immer wieder, dass Frauen so richtig aufblühen, weil sie feststellen, wow, das sind so Kleinigkeiten und da habe ich das gemacht und das war toll. Und das finden Frauen besonders gut. Und deswegen sollten wir uns auch alle wieder diese Eigenschaft zunutze machen, diesen Sinn für Details, für das richtig auszuleben. Und zwar in allen Lebensbereichen. Ja. Ja, also ich gehe da total in Resonanz mit in der Phase, in der ich in der mein Leben in eine arge Schieflage geraten war, so 2009 ging es los, 2010, 2011. Ich habe 2011 ein Seminar besucht und die Trainerin fragte mich, was war denn heute schön? Und es war irgendwie 10 Uhr morgens und ich sag, was soll heute denn schön gewesen sein? Es ist erst 10 und ich verstehe die Frage nicht. Ich habe sie wirklich nicht verstanden. Weil ich eben damals auch, also so dieses Wenn, dann, wenn alles da ist, dann entscheide ich, dass ich dann glücklich bin. Ja. Und dann sagt sie, na, vielleicht beim Duschen das warme Wasser auf der Haut oder vielleicht hast du auf der Fahrt hierher einen schönen Baum gesehen und ich so, ach so. Das funktioniert. Ja, sowas Kleines, sowas Alltägliches, sowas ja wie für uns Normales, dass wir warm duschen können, dass wir uns in ein Auto setzen können, um von A nach B zu kommen und so weiter und so weiter. Ja, so dieses, was wir jeden Tag erleben, ist kann manchmal eben so, ja, ist ja normal, ist ja da sein. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele Menschen auf der Welt schon total ausflippen würden jeden Tag, wenn sie den Luxus erfahren könnten, den wir als selbstverständlich erachten. Ja. Und das war für mich damals eben auch ein ganz großer Augenöffner. Deswegen gehe ich da total mit. Also möchten wir die Zuschauerinnen dann heute dazu inspirieren, mal wirklich den Blick aufs Kleine zu lenken? Was läuft gut? Worauf kannst du stolz sein? Über was hast du dich gefreut? Was war heute schön? Ja, absolut. Und wirklich auch mal, ne, so dieses Ganzheitliche. Selbst wenn du jetzt einen Bereich hast, wo du sagst, oh, da ärgere ich mich jetzt gerade total oder der läuft nicht. Aber auch da gibt es Dinge, die schön sind, die gut laufen, die ja auch kleine Sachen, die wir auch mal verändern können, die jetzt gar nicht, ne, weil oft haben wir das Gefühl, wenn wir was verändern, muss es immer riesengroß sein. Aber manchmal können wir eben auch an Kleinigkeiten drehen. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, weiß ich nicht, in meiner Beziehung ist das und das nicht gut. Mensch, vielleicht fängt man einfach mal mit einem wunderschönen Abend wieder an, den wir selber in die Hand genommen haben und den wir zusammen mit einem Partner verbringen. Also es können halt solche Kleinigkeiten ja auch schon mal sein, die erstmal einen kleinen Unterschied machen. Natürlich heilen die nicht gleich alles oder verbessern nicht das ganze Leben, aber es ist ja ein Anfang und es ist mal wieder ein Blick und ins Handeln kommen dann natürlich auch, was schon ganz, ganz viel ausmachen kann. Ja, das ist halt eine der weiblichen Qualitäten, die wir eigentlich besitzen, aber wie du schon sagst, wir verlieren halt oft den Blick dafür und um sich dann wieder heute dran zu erinnern, ist vielleicht dann einfach ein guter Tag. Ja, schön. Gut, also, meine Lieben, Thema 1, konzentriere dich auf die kleinen, schönen Sachen und
Ja, ich glaube, auch notieren hilft da tatsächlich. Ja, genau, das ist auch so mein Tipp, also wirklich abends mal aufzuschreiben, weil, ne, wenn der Tag zu Ende ist, klar, morgens kann ich es auch machen, aber vielleicht abends mal 5 Dinge aufzuschreiben, die heute toll waren. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, also wirklich, das dürfen auch Kleinigkeiten sein, ne? Das kann der schöne Baum sein, der tolle Kaffee am Morgen oder die warme Dusche. Und wenn das das ist, dann hilft das aber, weil es lenkt ja unseren Blick wieder auf das, was gut ist und ja, macht einfach langfristig einen Unterschied. Auch wenn wir mal denken, oh, das ist ja klein, klein, aber nein, klein, klein ist eigentlich das, was am Ende das Große und Genau. das Miteinander des Lebens ausmacht, ja. Ja. Jeden Abend mit der Johanna, die ist jetzt knapp 5, bevor sie ins Bett geht, frage ich sie, welche 3 Sachen waren denn heute schön? Und was sie regelmäßig sagt, und das finde ich ganz, ganz spannend, ist jetzt. Jetzt schön, ja. Das finde ich auch spannend, weil wir ja natürlich auch so oft eben so im Morgen oder im Gestern verharren und auch den jetzigen Moment manchmal ein bisschen aus dem Auge verlieren. Und das finde ich, also das, als sie das erste Mal gesagt hat, dachte ich, oh, wow. Und sie sagt das wirklich fast immer jetzt. War schön. Ja, okay, sehr schön. Also die kleinen Details. Du hast eingangs über die Selbstliebe gesprochen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Also ich meine, Selbstliebe ist natürlich auch übergreifend grundsätzlich, aber es ist auch ein Punkt, der eben für das Thema Weiblichkeit extrem wichtig ist. Und wir Frauen stehen halt einfach häufiger mit unserem Körper auf Kriegsfuß, weil wir da auch, ja, auch durch die Medien immer so ein Bild vorgegeben bekommen, ne? Du weißt das selber. Alles muss heiß Zero sein und so sein und nur schöne Haut und tolle Haare und am besten, keine Ahnung, den ganzen Tag im Fitnessstudio oder zumindest soll ich so aussehen, aber es passt halt ja oft nicht zusammen. Und das ist oft eine Welt, die uns da vorgelebt wird, die ja auch viel, da ist viel Fake dabei, da ist viel Unwahrheit einfach da. Und trotzdem beeinflusst es uns aber auch als Frauen. Und wir haben immer das Gefühl, irgendwie so im Inneren, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht viel Fake ist, muss ich doch so aussehen. Und da hilft es einfach unglaublich, ja, stark wieder in diese, wirklich mal in diese Selbstannahme zu kommen und mal so einen ehrlichen Check auch mit dem eigenen Körper, wenn ich es jetzt nur aufs Körperliche beziehe, mal zu machen und zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal meinen Körper ganz ehrlich an, was liebe ich denn an meinem Körper? Ja, was finde ich denn toll? Also es muss ja noch nicht mal Liebe sein, aber es kann auch erstmal sein, was finde ich denn toll, was akzeptiere ich denn an mir? Und sich das ehrlich mal wieder vor Augen zu rufen. Und aber auch die Sachen, wo ich jetzt zum Beispiel sage, okay, mit denen stehe ich auf Kriegsfuß, mal zu hinterfragen, warum stehe ich eigentlich mit denen auf Kriegsfuß? Ist es, weil es ein Bild von außen vorgegeben wurde, nach dem Motto, ich darf keine dicken Oberschenkel haben, also auch dick, ne, in Anführungsstrichen, weil das ist auch immer alles relativ. Aber trotzdem, warum stehe ich damit auf Kriegsfuß? Weil meine Oberschenkel nicht so aussehen wie bei den Models in der Werbung? Oder stehe ich wirklich auf Kriegsfuß damit? Und da ist nämlich oft, dass wir feststellen, eigentlich finde ich das ganz in Ordnung so, wenn ich nur mich selber frage, aber das Bild von außen macht eben diesen Riesenunterschied. Und das ist nämlich genau das auch wieder, was Selbstliebe macht, den Blick nach innen zu lenken und zu sagen, hey, ganz ehrlich, ich bin doch eigentlich mit mir ganz zufrieden, wenn ich nur mich betrachte und mal alles von außen weglasse und da wieder wirklich ja, in diese weibliche Schönheit auch zu gelangen und mal selber so wieder dieses, ich sehe das mal, das ist wie so ein inneres Entfalten, ja, dass du wieder siehst, dass du wirklich in ganz, ganz vielen Dingen schön bist. Und natürlich ist es ein anderes Bild, als wir im Außen sehen. Aber trotzdem, es gibt so viele Details, die wunderbar an uns sind und die unser Körper uns auch schenkt, ja. Das ist einfach total faszinierend. Und was ich auch ganz faszinierend finde, immer wieder im Kurs erlebe ich das, wo wir ja auch ganz viele Bilder posten, in unterschiedlichen Outfits. Und die Person selbst, die das postet, ist manchmal unzufrieden und sagt, ach, der dicke Po, die dicken Schenkel, die dicken irgendwas, ja. Und die Frauen, die das sehen, also die anderen Kursteilnehmerinnen, sagen, ich weiß gar nicht, von was du sprichst. Du bist super gut aussehen. Du bist eine schöne Frau. Was weiß ich, genau vielleicht die Rundung Po ist doch so, genau das, was dich auch ausmacht, das, was dich schön macht. Und das finde ich ein Phänomen, dass wir es beim anderen sehen, schön finden, akzeptieren können.
und bei uns selbst eben da teilweise Schwierigkeiten haben zu sagen, ja, das ist gut so, wie es ist. Und ich glaube, es ist eben, weil wir da zu stark in einen Abgleich gehen mit, wie sagt uns die Gesellschaft, die Werbeindustrie, die Kosmetikindustrie, dass wir auszusehen haben. Genau, das ist es halt, ja. Durch diesen Abgleich, glaube ich, entsteht diese absolute Unzufriedenheit bei vielen. Genau. Ja, und das ist halt genau das, dass wir gerade mit weiblichen Aspekten ja auf Kriegsfuß stehen, ne? Dass du irgendwie sagst, genau das, was eigentlich weiblich ist und was Weiblichkeit ausmacht, da kritisieren wir uns ja für. Die wenigsten sagen, ja, ich habe da mal irgendwie einen zu großen kleinen Zeh oder irgendwas, sondern wir sind ja genau an den Stellen, wo es weiblich wird. Oberschenkel, der Po, ne, der Bauch vielleicht auch noch, die Brüste. Das ist ja genau, sind die Bereiche, wo wir immer wieder auf Kriegsfuß stehen oder die meisten Frauen. Keine Frau sagt, ja, ich habe jetzt, oder die wenigsten Frauen, ich habe noch keine kennengelernt, die da wirklich sich zu 100% angenommen hat, aber genau diese Bereiche sind das ja, aber eigentlich ist es ja das, was uns als Frau ausmacht und ob das klein oder groß oder mehr oder weniger ist, ist ja eigentlich, das ist alles nur relativ und ne, wenn wir dieses Bild von außen nicht hätten, würde es uns damit auch, glaube ich, vielfach einfacher gehen. Ich glaube auch, Frauen früher haben sich viel weniger Gedanken darüber gemacht, über so etwas, aber klar, durch die Medien kriegen wir es natürlich jeden Tag von allen Ecken bewusst oder unbewusst mit. Und es ist wirklich total heilsam und ich habe das auch in meinen Kursen schon so oft erlebt, dieses neue Aufblühen, sich selbst in einem neuen Licht zu sehen als Frau. Und dann merkst du auf einmal auch, dass da wirklich Frauen, wo du vorher gedacht hast, okay, das ist so ein bisschen, die haben sich selber zu grauen Mäuschen gemacht, auf einmal blühen die auf und ne, du kennst das auch, tragen vielleicht auch andere Kleidung und zeigen sich und haben auf einmal neuen Haarschnitt und denkst dir, was mit dem passiert? Ja. Das ist für mich eben auch, genau wie du es beschreibst, so dieses wahnsinnig Erfüllende zu sehen, wie jemand reinkommt und wo jemand dann nach 8 Wochen oder 6 Monaten steht und was sich alles tut. Und ich sage ja auch als Stilberaterin, Kleidung ist nur das Sahnehäubchen. Ja. Was an allererster Stelle kommt für mich, ist das Ja zum eigenen Ich, zur Person und zum Körper. Ja. Was nicht heißt, dass wir mit allem leben müssen, wie es ist, die Dinge, die wir verändern wollen. Natürlich, wenn wir das Gefühl haben, Mensch, ich habe 5 Kilo zu viel und ich fühle mich mit 5 Kilo weniger besser, dann finde ich das absolut legitim zu sagen, okay, ich mache mehr Sport, ich ernähre mich anders, ich mache dieses oder jenes. Ja. Da zu sitzen und drüber zu lamentieren, schwierig. Ja, oder in den Abgleich zu gehen und zu sagen, ach Mensch, aber die ist so schön schlank und die und das Model da auch und so. Ja. Ich meine, das bringt ja nichts. Genau, das stimmt. Ja, und vor allen Dingen ist es ja das, ne? Ich kann mich mit 5 Kilo mehr mögen und ich kann mich mit 5 Kilo weniger mögen. Aber das Ding ist, also da auch dieses Wohlfühl, ne, Gewicht oder das Wohlfühl-Äußere sich auch zu kreieren und dafür auch, wenn es nötig ist, loszugehen und sagen, ich gehe jetzt zum Sport, ich mache jetzt, stelle meine Ernährung um. Aber auf der anderen Seite eben auch nicht zu sagen, ja, erst wenn ich 5 Kilo abgenommen habe, dann bin ich glücklich. Da sind wir wieder bei dem Wenn dann. Ja. Sondern zu sagen, hey, ich bin jetzt schon glücklich mit mir. Ich weiß, mein Körper leistet ganz viele tolle Dinge. Der macht ganz viel. Der macht es mir möglich, dass ich überhaupt von A nach B komme oder dass ich die geistige Arbeit machen kann, die ich mache. Und gleichzeitig eben dann sagen, hey, ich tue meinem Körper was Gutes, mache Sport und dann sehe ich irgendwann anders aus. Und das ist ja eine ganz andere Einstellung. Und das ist eigentlich auch wieder was, ne? So dieser Blick für die Schönheit, so was ja da drin steckt. Selbstliebe ist auch ein Blick für die eigene Schönheit. Das ist auch wieder was wir Frauen eigentlich im Inneren schon tragen. Aber durch vieles im Außen haben wir eben genau das verloren, diesen Blick für Schönheit, für dieses Einzigartige ja auch. Jede Frau ist total einzigartig und individuell und das finde ich auch unheimlich wichtig und macht so einen Unterschied im Leben aus. Ja. Wenn du uns jetzt einen konkreten Tipp geben könntest zu diesem Thema, also wie komme ich als Frau da einen Schritt weiter, dass ich sagen kann, ja, ich nehme mich so an und meinen Körper, wie er ist? Also was ich immer empfehle, ist das Spiegeldate, so nenne ich es eigentlich auch. Das habe ich auch in meinem Kurs drin, wirklich. Ja. Und das kann auf kleiner Ebene anfangen, da gibt es aber auch mehrere Stufen von. Das erste wäre, sich wirklich morgens nach dem Aufstehen vor den Spiegel zu stellen, wirklich vielleicht erstmal am Anfang nur ins Gesicht zu schauen und zu sagen, also mir wirklich ins Gesicht zu sagen, mich anzulächeln und zu sagen,
ich bin toll. Also es muss auch nicht mal ich liebe mich sein oder ich bin schön, sondern ich bin toll. Und dir das ehrlich in die Augen sagen, das ist so ein erster Einstieg. Und wenn man das eine Weile macht, am Anfang kommt man sich total bescheuert vor, dann verändert das aber was, weil auf einmal denkst du, weil der Gedanke, den du ihm hast und der dir ja quasi jemand im Spiegel sagt, der verinnerlicht sich, also der geht ins Unterbewusstsein. Und mit der Zeit verändert es sich einfach, dass ich denke, wow, das stimmt irgendwie, was ich da morgens sage. Ja, ich lächle mich vielleicht auch automatisch an, ich muss mich gar nicht mehr dazu zwingen, da morgens meine Mundwinkel hochzuziehen. Und dann kann man das aussehen, dann kann man den Satz verändern, dass man sagt, ne, ich bin vielleicht auch schön oder ich mag meine Haare oder sich einfach nette Botschaften zu sagen. Und man kann das auch dahingehend aussehen, dass man sich irgendwann auch ganz Körper vor den Spiegel stellt und dann auch natürlich auch mit anderen Körperbereichen arbeitet. Mhm. Also dieses Spiegeldate ist unendlich erweiterbar. Mhm. Und letztendlich, es macht einen Riesenunterschied. Gerade weil uns ja jemand objektiv, wir schummeln da so ein bisschen selber, uns steht eigentlich jemand gegenüber, der uns das sagt. Und jemand, der uns das von außen sagt, von dem können wir es viel leichter aufnehmen. Und deswegen ist dieses Spiegeldate einfach so, ja, so wahnsinnig hilfreich und verändert einfach sehr viel. Mhm. Genau. Das ist so der Tipp, den ich eigentlich immer gebe zum Thema Selbstliebe, weil das weil es so wirkungsvoll ist, auch wenn es uns am Anfang total komisch vorkommt. Ich habe nämlich dazu mal von dir auch was gelesen. Steht da nicht auch, dass man, du hast jetzt auch so das Ganzkörperthema angesprochen, steht da nicht auch in deinem Artikel, vielleicht verwechsle ich es auch, es gibt vielleicht auch jemand anderem, dass du dich tatsächlich auch nackt vor den Spiegel stellst, gell? Ja, genau. Das ist so dann die höchste Stufe, würde ich mal sagen, ne? Wirklich auch sich nackt vor den Spiegel zu stellen und wirklich. Und auch länger anzuschauen und wirklich quasi so, also den Körper im Spiegel zu studieren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, genau. Wirklich zu schauen, die alles anzugucken, deine Kurven, deine Problemzonen, ne? Wo du immer das Gefühl hast, irgendwie das passt nicht. Wirklich mal genau hinzuschauen und auch mit einem liebevollen Blick drauf zu schauen. Also wirklich vom Kopf bis Fuß mal durchzugehen und wieder hochzugehen und das am besten eben auch jeden Morgen. Das können manche am Anfang nicht, wirklich nicht. Also das habe ich auch in meinen Kursen immer wieder erlebt. Aber es ist was, wo wir uns eben hinsteigern können. Deswegen mit dem Gesicht ruhig anfangen und dann immer weiter, je nachdem, wie jemand für eine Frau, die jetzt sagt, ach, da habe ich gar kein Problem mit, ich fange da gleich mit an, auch gerne gleich direkt nackt vor den Spiegel am Morgen und wirklich einmal diesen Körpercheck machen und ja, eben wirklich mit einem liebevollen Blick durchzugehen. Ja. Ja, es ist ja auch so, dass jede Frau an einem anderen Punkt steht und der einen fällt es vielleicht leicht, der anderen total schwer, dann gibt es noch x Formen dazwischen und auch da, ich glaube, es gibt kein richtig und kein falsch oder so musst du es machen, sondern wie siehst denn du das? Folgen dem Gefühl. Ich glaube, da kommen wir dann auch schon so fast zum nächsten Thema der Intuition, richtig? Ja, genau. Also wirklich, weil das Ding ist, du musst, wenn du dein Unterbewusstsein ändern willst, du musst dir auch selbst ein Stück weit glauben können. Und wenn du dich Voll, gell? Mhm. ganz viel, Schamgefühle, was weiß ich, da sind und du stellst dich nackt vor den Spiegel, dann kann das so unangenehm sein, dass du es entweder nie wieder tust oder sagst, was ist das denn für ein Quatsch? Und man muss sich so ein bisschen den inneren Dialog auch dabei beobachten, weil wenn das so unangenehm ist, dass es eher negativ wirkt, dann ist es kontraproduktiv. Aber da kann ich eben mich auch rantasten. Und ich habe einige Frauen auf dem Kurs gehabt, die waren gleich ganz mutig. Und andere, die haben gesagt, ich muss wirklich erstmal mit dem Gesicht anfangen und selbst da fällt es mir schwer. Ja. Und das ist alles in Ordnung. Aber das Wichtigste ist, dran zu bleiben und auch zum Beispiel auch die inneren Sätze zu wählen, die ich mir eben sagen kann. Ne? Genau. Und was ist wie, ich bin toll oder ich hab schöne Augen. Es muss ja noch nicht mal das ganze Gesicht sein, sondern es wird irgendetwas geben, wo wir sagen, das ist gut an mir. Und damit fange ich an und dehne das eigentlich immer weiter aus. Ja. Ja. Bis ich mir im Grunde alles glauben kann, weil das ist das Ziel der Übung. Ja. Ja, genau. Das ist das Spiegelbild. Und du sagst es auch schon, das spielt auch, da spielt eben auch diese die dritte Qualität auch mit rein, die Intuition. Also wir Frauen sind einfach intuitive Wesen. Ja. Und auch das ist etwas, was wir leider verlernt haben, meistens auf unserem Weg. Und auch da hilft es einfach wirklich auf so dieses Innere zu hören beim Spiegeldate jetzt und da zu sagen, ja, wo ist denn meine Stufe? Was ist denn das, was gerade jetzt geht? Wo es vielleicht auch eine Herausforderung ist, aber eben das ist noch machbar für mich. Da möchte ich jetzt anfangen. Genau. Mhm.
Aber eben weibliche Intuition spielt auch wieder in alles in unserem Leben rein. Und deswegen ist mir diese Qualität auch total wichtig. Weil wenn ich wieder intuitiv lerne zu leben und nicht so verkopft rangehe, wie wir es ja oft tun, also intuitiv heißt ja, das ist irgendwie sowas, was wir nicht so beschreiben können. Das kommt irgendwie aus dem Inneren. Manche sagen aus dem Herz, manche sagen aus dem Bauch. Ja. Aber grundsätzlich etwas, was nicht aus unserem Verstand kommt. Und das ist halt auch etwas, es ist einfach ein Tool, mit dem wir ganz, ganz viel in unserem Leben auch ändern können, wenn wir diese Intuition oder das auch Herzgefühl wieder in unser Leben kriegen. Wir können bessere Entscheidungen treffen. Wir sind in jeder Hinsicht eigentlich besser, in Anführungsstrichen, ob es jetzt in der Partnerschaft ist, wenn ich da das Gefühl wieder mit reinbringe, das Herz mit reinbringe. In unserem Business sind wir, kriegen wir da eine ganz andere Qualität auf einmal rein. Und das macht extrem viel aus. Deswegen, das ist so, ja, auch eine, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist so das Wichtigste, wo ich dann arbeiten würde, ist es tatsächlich auch dieses Intuitive wieder in mein Leben zu bekommen, auch neben der Selbstliebe. Ja. Ja. Ich finde auch, ich bin ja ein ganz, ganz großer Freund und es ist auch mein Ziel, in jedem Kurs die Frauen zurückzuführen zu ihrem Gefühl, zur inneren Stimme, zur eigenen Intuition. Weil ich persönlich finde, ich habe meine innere Stimme auch jahrelang im Prinzip weggedrückt. Ja, ich war sehr verstandesmäßig unterwegs, sehr rational. Und mit dem Folgen meiner inneren Stimme habe ich gefühlt wieder viel mehr Sicherheit bekommen, auch Selbstsicherheit. Weil wie viele Situationen gibt es, die wir... Es gibt eine Situation, wir haben ein Gefühl und wir reagieren anders. Und nachher sagen wir, ach Mensch, eigentlich wusste ich es doch von Anfang an. Ja. Ja, so. Ja. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, dass ich, seitdem ich meine innere Stimme laut gemacht habe und ihr wieder zuhöre, ja, kann ich so viel besser auch Entscheidungen treffen. Ja, total, ja. Das ist es auch, das Tool hilft uns gerade bei Entscheidungen, nämlich am allermeisten, weil, wie du schon sagst, eigentlich ist das Herz oder der Bauch oder wie auch immer, hat sich viel schneller entschieden. Also der entscheidet sich sofort, aber wenn wir keinen Zugang mehr dazu haben, sondern dann ne, so Pro-Kontra-Liste klassisch aus dem Verstand machen, dann kommt da irgendwas raus, was wahrscheinlich nicht mehr unserer eigenen Wahrheit entspricht oder diesem Gefühl entspricht. Genau. Dann treffen wir eben auch teilweise eben falsche Entscheidungen, wo wir hinterher sagen, ach, hätte ich doch mal nur darauf gehört. Mhm. Genau, genau. Oh ja, hätte ich. Ja, ja, das stimmt. Und das ist zum Beispiel auch was ich auch in meinen Kursen halt drin habe, dieses Intuitive wieder reinzubekommen in alles, noch Möglichkeit, aber wenn du lernst, eben auf diese innere Stimme oder auf dein Herz oder wie auch immer wir es nennen wollen, zu hören, dann werden wir auch zum einen wieder zu schnelleren Entscheidern, ne? Oder also jetzt gar nicht im Sinne von, ja, ich muss mir jetzt in 10 Sekunden entscheiden, sondern teilweise drücken wir uns ja manchmal jahrelang vor einer Entscheidung, obwohl wir es eigentlich schon wissen innerlich. Ja. Aber trotzdem, ne, dann denken wir, ach nee, aber der Verstand, das ist so und so. Ne, Jobthemen zum Beispiel höre ich immer wieder. Genau. Man ist so lange in ihrem Job drin und du denkst, ja, aber das springt dich doch schon an, dass das irgendwie ein anderer Weg sein muss. Ja. Aber trotzdem, ne, der Verstand ist dann noch mit Sicherheit und ich weiß nicht, was dabei ist. Ja. Und genau. Eigentlich ist es aber die falsche Entscheidung, die wir permanent da jeden Tag treffen und sagen, ja, ich gehe da jetzt wieder hin, hin. Ja. Es ist ja so sicher. Ja, genau. Genauso wie die ausgelatschte Partnerschaft, wo vor sich hin dümpelt, ja, wo keiner in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen und man dann halt so vor sich hin lebt. Ja, genau. Und das ist das. Und wenn du jetzt merkst, dass du wieder diesen Zugang zu diesem Inneren hast, und das erfordert auch manchmal Mut, es ist einfach so, dass wir dann letztendlich wirklich auch wieder so aus dem Inneren aufblühen. Und ich finde auch immer, wenn wir Frauen uns das so bewusst machen an der Stelle, dass das eigentlich unsere Natur ist, da kommen wir her. Das können Kinder auch unheimlich gut. Die sind da ganz intuitiv dabei, weil für die gibt's nicht Pro-Kontra-Listen, sondern die sind da zack und die entscheiden so und machen von heute auf morgen auch mal komplett was anderes. Und wenn wir da wieder auch so hin zurückkommen, dieses Intuitive wieder in unser Leben zu bringen, ja, wir können das dann gerne nochmal mit dem Verstand überprüfen, das ist auch gut für den, aber so diese Ursprungsentscheidung muss eigentlich das Herz dann treffen oder die innere Stimme. Und wenn wir dahin wieder zurückkommen, du merkst, wie viel klarer, wie viel
ja, wie viel mehr aus dem Herzen, aus einer Lebendigkeit dann wir auch wieder entscheiden und das Leben führen, das, ja, macht einen riesen Unterschied auch. Ja. Ja. Das kann ich definitiv auch aus meiner Sicht heraus absolut bestätigen. Wenn jetzt eine Zuschauerin sagt, ja, das hört sich ja alles gut an, nur ich höre diese innere Stimme nicht mehr oder ich habe dieses Bauchgefühl irgendwo unterwegs verloren, was ich bei vielen Menschen beobachte, nicht nur Frauen, auch Männer. Ja. Was könnte vielleicht ein Tipp von dir sein, wie wir die Stimme überhaupt wieder hören oder dieses Gefühl überhaupt wieder wahrnehmen können? Also da gibt's, also mir fallen spontan zwei Sachen da ein und das ist auch ganz schön. Das eine ist eher was Langfristiges. Das ist wirklich, also diese innere Stimme ist ja eine Stimme, die ist, wie du schon gesagt hast, die ist nicht so laut, ne? Die müssen wir erst wieder laut drehen und das bekommen wir eigentlich, indem wir den Rest der Welt erstmal leiser drehen. Sprich, erstmal diese Zeit für uns nehmen, wieder nach innen gehen, genau. Ja. Meditieren, eine Morgenroutine haben, wo wir wirklich mal wieder Zeit haben, Mensch, was ist denn da eigentlich los? Was will ich denn eigentlich wirklich? Und da kommen dann, und das braucht eben auch Übung, wieder Dinge auf in mir, die, ja, wo ich dann wieder höre, ach Mensch, das will die innere Stimme oder das ist das, was ich wirklich will und wo ich hingehen möchte. Das braucht halt einfach so seine Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, ne? Da sind manche auch ungeduldig, aber letztendlich ist es ein Weg, der sich absolut lohnt, weil ich habe noch keinen getroffen, der diesen Weg gegangen ist und gesagt hat, nee, ich habe diese Verbindung nicht gefunden. Es ist einfach eine Zeit, die es braucht und dann wird es aber auch kommen mit der Zeit. Das ist so das eine. Und das andere, das ist was Kurzfristiges, ich liebe diese Übung, das ist was, wenn ich eine Entscheidung treffen möchte, kennt ja jeder von uns dieses, ich werfe eine Münze. So, das ist ja, jetzt kann ich sagen, naja, muss jetzt eine Entscheidung A oder B treffen, werfe eine Münze und dann habe ich die Entscheidung. Das Spannende ist aber bei dem Trick, sich selbst zu beobachten, was passiert, wenn in dem Moment die Entscheidung für mich getroffen wurde. Und wenn ich feststelle, da kommt die Entscheidung, ja, A oder B, die Münze sagt B und ich sage, nee, aber ich wollte doch eigentlich das andere haben. Nochmal werfen. Merkst du, da war jetzt deine innere Stimme aktiv. Ja. Das finde ich immer wieder guter Tipp. Ja, also ich liebe diesen Münztrick. Der ist auch nicht von mir. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn mal gelesen habe und ich musste schon so lachen, als ich die Anleitung gelesen habe. Weil genau das passiert ganz oft. Wenn ich eine Münze werfe, dann denke ich so, aber das wollte ich doch gar nicht. Die Münze hat Unrecht. Ja, genau. Ja. Und deswegen, und das ist einfach immer herrlich. Es kann natürlich auch rauskommen, ja, die Münze hat total recht und ich bin total dankbar, dass das rausgekommen ist. Aber das zeigt einfach, wir haben uns vorher schon entschieden. Genau, darum geht es ja. Ist das nur nicht klar gewesen, aber letztendlich durch diese Münzentscheidung von außen fällt uns auf einmal auch so, aber das wollte ich doch gar nicht oder Gott sei Dank, ne, das ist jetzt der Weg, den ich eigentlich auch wollte. Und das ist immer total herrlich, um kurzfristig Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen. Das ist mega. Also das ist wirklich super, weil ich mich da auch total wiederfinde, wenn ich früher Münzen geworfen habe, wie ich dann eben gesagt habe, oh nee, die Münze noch mal. Super. Da können wir selbst auch gerne mal mit austricksen mit dem Trick. Ja, das ist ein klasse Tipp. Mach den auch selber. Also wenn ich wirklich irgendwie im Hadern bin und nicht, ne, so dann einfach sich selbst beobachten, was passiert in dem Moment, wo die Münze für mich entscheidet und da ist es meistens dann sonnenklar. Also es funktioniert einfach. Genau, weil ich muss auch sagen, obwohl ich inzwischen, sagen wir mal, sehr gut mit meiner inneren Stimme, mit meiner Intuition kommunizieren kann, gibt es gewisse Situationen, wo ich diesen ersten Moment verpasse und dann ins Hirnen komme und dann eben diesen Zugriff nicht mehr habe auf die Intuition. Meistens spreche ich dann entweder mit meiner Freundin oder mit meinem Mann, damit die mir helfen. Da wieder zurückzukommen, das funktioniert. Und ich glaube, in der nächsten Situation, sollte es sie geben, mache ich das mit der Münze. Ja. Und probiere das aus, ob ich darüber wieder zurückkomme. Nämlich wahrscheinlich schon, weil ich glaube, dass wir in allen Situationen die wahre Entscheidung kennen, nur halt vielleicht noch nicht im Kopf. Genau. Ja, beziehungsweise ist es dann, ne, von Ängsten blockiert oder von irgendwelchen Sorgen, die wir uns schon machen. Der Verstand ist ja, der meint es ja nicht böse, sondern der hat ja eigentlich nur, der möchte uns ja beschützen, so in dem. Ne, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, die ist dann vielleicht auch mutiger. Das Herz kennt halt keine Angst. Das ist einfach frei raus, ne, so wie oft Kinder halt auch sind zum Beispiel, ne, so dieses frei raus, zack, mache ich einfach. Und
Und der Verstand ist eher dieses, ha, ja, es könnte so und so sein, der greift halt auf unsere Erfahrungen zurück. Und wenn das eben nicht so gut ist, und dann schützt er uns eben davor, auch wenn ich schon längst weiß, dass es der richtige Weg ist. Ganz genau. Und da den Unterschied wieder zu kennen, dass da hilft dieser Münztrick enorm, ja. Oder auch was du sagst, ne, deine Freunde zu fragen, die dich einfach auch teilweise besser kennen und genau wissen, ey, du machst dir doch gerade was vor, ne? Schieb mal deine Sorgen beiseite, aber das ist der Weg, das weißt du doch eigentlich schon. Deswegen auch das hilft natürlich auch immer mal so ein Gespräch zu führen, aber manchmal müssen wir uns halt schnell entscheiden oder manchmal reicht eben auch wirklich diese Münze zu werfen und sich selbst mal so an den Kopf zu fassen und zu sagen, okay, das ist jetzt der eigentliche Weg. Genau. Ja. Cool. Das Herz kennt keine Angst. Was für ein schöner Satz. Ja, das dürfen wir uns immer mal wieder, glaube ich, vor Augen führen, dass in uns allen, glaube ich, auch ein sehr, sehr mutiger Teil ist. Und vor allem auch, das nehme ich mal wieder, war gerade in uns Frauen, ne, weil wir diese Intuition haben, wenn wir uns mit uns im Reinen sind, wenn wir diesen Blick für die Schönheit haben, für dieses kleine Glück, dann wir haben da so eine enorme Power auch in uns. Mhm. Aber vorher gilt es halt, diese Sachen eben auch wieder in unser Leben mehr zu bringen und da auch wirklich mal wieder in unsere eigene Kraft zu kommen. Das ist das, was ich immer wieder merke. Frauen, die diese zum Beispiel allein diese drei Tools wieder haben und da aufblühen, die sind so schnell nicht aus der Bahn zu werfen. Wirklich, das ist so enorm und so viel Schönheit liegt da noch drin. Ich bin immer wieder begeistert. Ja. Und freue mich, wenn da jetzt eine Frau so diese Dinge wieder für sich anwendet. Mhm. Genau. Ich finde es ganz schön, dieses Zurückführen auf das, was in uns liegt und das Stärken der Qualitäten, die vielleicht so ein bisschen untergegangen sind, und die wieder rauszuholen. Ich glaube, da hast du einen ähnlich großartigen Job wie ich. Ja. Das sehe ich auch so. Cool. Ja. Wie schön. Liebe Christine, ich danke dir sehr für diesen wertvollen Input. Ich hoffe, dass sich ganz viele Frauen jetzt hinsetzen, ja, auf die Details schauen, der inneren Stimme wieder folgen, sich mal vor den Spiegel stellen und ein ehrliches Gespräch führen. Ich würde es mir wünschen, weil ich bin der festen Überzeugung, je selbstbewusster, sage ich jetzt mal, wir als Frauen in der heutigen Zeit durchs Leben gehen, umso größeres Vorbild sind wir einfach auch für die nächsten Generationen. Und das ist einfach was ich mir wünsche, eine ehrliche, starke, gelebte Weiblichkeit auf dieser Welt. Ja, Amen. Du kannst nicht besser sagen, genau. Also wirklich, ja. Das ist genau das Bild, was ich auch vor Augen habe. Und ich hoffe, dass wir ja auch damit dazu beitragen, ne? Du mit deiner Arbeit, ich mit meiner Arbeit. Und wirklich von Herzen einfach mal diese drei Dinge schon im Leben wieder zu integrieren, sich auch die Zeit dafür zu nehmen, das kann schon so viel ausmachen, so einen Unterschied ausmachen. Deswegen passt das auch, glaube ich, hier sehr, sehr schön in den Rahmen. Und Wir bekommen auch gerade ein Kompliment, sehe ich. Was für tolle Frauen. Liebe Grüße aus Friedrichshafen von der Susi Susan Su. Viele Grüße an den See, meine alte Heimat. Ja. Wie schön. Ja, und ich glaube, weißt du, wir können natürlich viel erzählen auf der Welt. Schlussendlich ist es auch unsere Aufgabe, das, was wir predigen, wenn wir schon beim Armen sind, auch natürlich zu leben und zu tun, weil Worte schlussendlich sind Schall und Rauch, und Taten und Vorleben ist, glaube ich, das, was schlussendlich eben auch vielleicht die ein oder andere, die noch Zweifel gehabt hat, überzeugt und mitnimmt auf dem Weg. Absolut, das denke ich auch so. Also auch so dieses, das eigene Strahlen, das eigene Ausleben, das macht halt auch einfach was. Und ich könnte jetzt auch nicht über die drei Sachen reden, wenn ich das nicht selber leben würde und wüsste, was es bei mir im Leben für einen Unterschied gemacht hat. Weil ich bin auch nicht immer die strahlende Frau gewesen, die ich jetzt heute bin. Ja. Sondern da, ich musste auch da meinen Weg gehen, weil das ist halt leider nicht so, dass wir es in Anführungsstrichen, wir verlernen es erstmal, um es dann wieder lernen zu dürfen in unserem Leben. Das ist irgendwie immer seltsam, aber so ist scheinbar der Kreislauf.
Und wenn wir das wieder leben dürfen und wieder in unser Leben holen, dann macht das einfach was mit uns. Und das ist, glaube ich, auch das, was man jetzt uns zum Beispiel ansieht und wo jeder von uns auch sagt, Mensch, ach ja, in dem Teil könnte ich jetzt einfach nochmal mehr machen. Ach, daran liegt es. Ja. Das ist halt genau das, wo wir dieses weibliche, schöne aufblüht, finde ich. Also deswegen, das ist ja auch das, was aus dem Inneren kommt, diese innere Schönheit, weil ich einfach da ein starkes Fundament habe, weil ich eben diese Selbstbewusstheit habe, ja, und wirklich mit mir da selbst im Reinen bin und diese weiblichen Qualitäten wieder lebe. Ja. Das ist, ja, da sind wir, glaube ich, Vorbilder, aber auch jede andere Frau. Also jede andere Frau, die das lebt, macht ja einen Unterschied letztendlich. Und wenn es nur durch die Ausstrahlung halt einfach ist. Ja, ja, ja. Genau. Genau, eben, also mir geht es nicht darum zu sagen, jetzt hier schaut, wie wir es machen und rennt uns hinterher, sondern mir geht es darum, dass die Frauen schlussendlich jede selbst in ihrem Umfeld zum Vorbild wird, weil dadurch entsteht der, im Englischen sagt man Ripple-Effekt, ja, und es trägt sich weiter und weiter und das brauchen wir und ich finde, wir sind auf einem guten Weg und wir bleiben da einfach dran. Ja, das ist gut. Christine, vielen, vielen Dank. Was für ein schönes Interview mit dir. Ich glaube, relativ sicher sagen zu können, das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Sehr schön. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir vielleicht hier und da uns mal virtuell treffen und andere auch teilhaben lassen und vielleicht noch weitere Gedanken nach außen als Inspiration mit in die Welt tragen. Total gerne, ja. Das sehe ich ganz genauso. Ich liebe auch deine Arbeit, die du machst und von daher, ich finde, das passt doch einfach großartig zusammen. Das stimmt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Donnerstag und euch da draußen, die ihr jetzt alle so zahlreich auch live dabei wart, natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und denkt dran, Schönheit und Stil beginnt im Herzen und geht dann über die drei Qualitäten vom Kopf bis runter zu den Füßen. Macht's gut, ihr Lieben. Christine, ciao, bis bald. Macht's gut. Tschüss.